Herzlich willkommen liebe Kryptofreunde und Mining-Enthusiasten. Lange ist es her, dass ich ein Video produziert habe, ganz genau, starke drei Monate. Sorry Leute, trotzdem großen herzlichen Dank, dass mir viele Abonnenten treu geblieben sind. Dies ist eine Reise, die so nicht gut ist. Weil wenn wir jetzt schauen, sie haben im Juni 2021 58.000 Stück S19-Miner am Start. Äh, das ist abartig, da reden wir dann, dass die irgendwo 5 ExoHash an der Hashleistung haben. Wir haben gesehen in diesem Chart, wir sind durchschnittlich momentan irgendwo bei 130, 135 ExoHash und die haben davon dann 5 ExoHash. Das ist ein einziger Player. Und da sind wir dann weit weg von dezentral und da muss man dann auch sagen, viele Menschen zu Recht, dass sie Kritik an diesem Bitcoin-Netzwerk haben. Gut, jetzt gehen wir endlich zu meinem Excel-Sheet. Das ist der Excel-Sheet, den ich versuche heute mit euch gemeinsam zum Durchgehen. Ich habe das ganze Ding getauft: Darstellung Dollar Investment für SHA-256er Mining Hardware und elektrische Leistungsvergleiche. Teilweise habe ich die Quedeln vermerkt, das heißt, das sind keine erfundenen Zahlen von mir. Und dieser Neuner hat sich dann eingeschlichen, der hat da nichts verloren. Das hat mit der Tastenbelegung von der Videosoftware zu tun. Gut, ich habe, dass man das jetzt mal versteht, der BTC hat am 13.05.2021 Quelle Bitinfocharts.com -Bit -Bit einen Alltime High im Hash okay, von 197,6095 ExoHash gehabt. Das wären dann umgerechnet 197 Millionen Terrahash. Würde man diese Hashleistung mit einem S9 Miner erbringen, würde man 14,6 Millionen Stück Endminer S9 brauchen. Sehr spannend. Ähm, wenn man jetzt denkt, es gibt rund 18 Millionen Bitcoins, die was im Umlauf sind, dann würde man bald sagen können, pro äh, Bitcoin ein Miner. Ähm, das würde dann fast dementsprechend ganz so ist das nicht, weil es hat ja inzwischen sich in der Hardware einiges getan. Das heißt, wir haben dann diese Hybrid-Dinger zwischen S15 und T17. Da sind wir dann irgendwo zwischen 40 bis 40 60 Terahash, ich habe da jetzt ein Mittelmaßband T17 angenommen von 45 Terahash, das würde dann 4,3 Millionen T17 Miner entsprechen. Oder wenn man auf die stärkste Maschine, die was dann auf dem Markt erhältlich wären, würde dass man diese Rechenleistung erbringen könnte, 1,7 Millionen Stück Endminer S19 benötigen. Uh, wir haben vorher gesehen, uh, die Jungs da von Riot sind ja dann irgendwann schon bald uh, bei den 60.000 Stück, was sie innehaben. Das heißt ganz so weit hergezaubert können diese Zahlen nicht sein. Da ist schon eine gewisse Realität dahinter. Ich habe jetzt trotz allen, weil kein Mensch auf der Welt weiß, welche Typen zu welchen Stückzahlen ausgeliefert wurden, welche sind kaputt gegangen und dann und, und, welche werden betrieben. Ich gehe davon aus, ich habe auf alle drei Typen zusammengerechnet, diese dann durch drei einen Mittelwert errechnet. Und dann bin ich eben auch bei dem Stromverbrauch, weil da natürlich die neue Rese dann effektiver auf einen Mittelwert von 2,36 kW gekommen. Und auf ein, von der Stückzahl her auf 6,9 Millionen Stück Miner, die sich momentan mit den Bitcoin im Mining auseinandersetzen. Hier seht ihr auch noch, ich habe hier, nur dass man das auch sieht, aus CoinMarketCap den Tageshöchstkurs. An diesen Tag von Bitcoin und die Marktkapitalisierung und die Umlauf, was an diesem Tag Bitcoins im Umlauf waren, auch eingepflegt, damit das Ganze eine gewisse Ordnung hat. Und so, jetzt kommen wir schon zum nächsten Part. Jetzt geht es darum, wir haben ermittelt, wie viel Miner ungefähr da unterwegs sein werden. Und hier haben wir einen Mittelwert. Ich habe angenommen 1.300 Dollar für einen S9 Miner, 3.500 Dollar für einen T17 Miner und 7.000 Dollar für einen äh, Endminer S19 Pro. Klar, die sind viel, viel teurer, aber eins kann ich euch sagen, Freunde, die großen Mining Farmen, die haben immer sehr früh gekauft. Das heißt, die haben die S19 Pro sicher auch teilweise bei Orders um 3.500 Dollar bis 5.000 Dollar das Stück gekauft. Also... Ich glaube, ich habe hier relativ ein gutes Gefühl entwickelt und da komme ich auf einen Mittelwert. Das heißt, Gesamtinvestment, was nur ASIC-Maschinen ausmachen für Bitcoin anhand dieses All-Time-Highs. Um dieses All-Time-High zu reproduzieren, braucht man diese Geräte. Ob sie dann ausgeschaltet werden, ob sie andere Coins schürfen, alles dahingestellt. Aber für dieses All-Time-High habe ich diese Maschinerie und dieses Investment benötigt, um diesen Hash zu reproduzieren. Das heißt, wir sprechen, es ist mindestens ein Dollar-Investment von 15,66 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert. Das heißt, das ist einmal wirklich, das ist aber, so, wenn ich eine Firma hernehme, ich, ich vergleiche die Firma Siemens, die haben Produktionsstätten und, und, und das heißt, das ist nicht nur Token, irgendein digitaler Code, da wird ja auch wie eine Firma wirklich an Hardware investiert. In diesem Fall ist die halb dezentral von meinen investiert, aber da reden wir immerhin 15 Milliarden sind mit Garantie in diesen Bitcoin investiert an Hardware, an, nur an Schürfgerät, also quasi an Handwerkzeug, wenn man so möchte. Dann würde man auch benötigen die dementsprechenden Trafo-Anschlüsse. Da habe ich das mit Megawatt umgerechnet. Ich sage pro MW rund 300.000 US 300 US-Dollar für ein Megawatt Stromanschluss. Ich komme aus der Energiebranche. Diese Zahl ist nicht ganz schlecht. Also, die ist sicher nicht zu hoch gegriffen, eher im, im, im sportlichen Bereich. Und dann komme ich natürlich noch einmal, um diese Maschinen mit elektrischer Energie zu befeuern. Dass das heißt, von Stromnetz, da ist keine Kraftwerksleistung. Das sind nur die Trafostationen und das Ganze dahinter, dass die mit Kabel versorgt sind. Das heißt nicht die Hochspannungsleitungen, nur die Trafostationen und dann rein in die Mining Farmen brauche ich noch einmal knapp 5 Milliarden. Also wir sind dann ungefähr bei 20 Milliarden, die was man wirklich einmal benötigt, ohne Kühlanlagen, ohne Hallen, ohne irgendwelche Mainpower und und und, 20 Milliarden, wenn ich sage, ich habe einen Tisch, stelle dort einen Miner auf und habe eine Steckdose brauchst du 20 Milliarden US-Dollar, damit du 197 ExoHash erzeugen kannst. Ich würde sagen, diese Zahl kann man locker mal 2 multiplizieren, weil man auch die andere Infrastruktur braucht. Das heißt, wir sprechen, reell sind im echten Geld 40 Milliarden Dollar in haptisch greifbaren Dingen investiert. Gut. Also man kann nicht sagen, da passiert nichts, das ist nichts wert. Natürlich mit dieser Marktkapitalisierung äh, hat das dann wenig zu tun, wenn man da 800 Milliarden steht, aber ich finde die Zahl 40 Milliarden auch schon ganz beeindruckend, weil das ist der Bitcoin und da kann kein Mensch der Welt sagen, das ist nichts. Und wenn man das dann ein wenig mit 2017 vergleicht, da sieht man erst, dass sich da sehr viel getan hat seit 2017. Ich habe da die Rate des Oldtime high hergenommen von 2017. Weil wir sind ja heute in der Hashleistung. Und der All-Time-High im Hash war also auf dieser auf BitInfocharts, weil da hat ja keiner die gleichen Daten am 16.12.2017 und da ist der Bitcoin um 19.000 Dollar gehandelt worden. Wir hatten dort eine, anhand der 19.000 Dollar eine Kapitalisierung von 326 Milliarden US-Dollar. Und es hat zu dieser Zeitpunkt 16,7 Millionen Stück Bitcoin gegeben. Ich habe diese Zahl deswegen gebraucht, damit ich von den letzten vier Jahren einen Mittelwert äh, ausrechnen konnte, der generierten Bitcoins, damit diese Kalkulation dann ein wenig besser stimmt. Das heißt, um das Oldtime High am 13.05.2021, das 17. Jahr ist nur ein, ein Vergleich, man muss dann auch ein bisschen noch zum 17. Jahr sagen, da hat sich dann doch einiges getan. Weil das Wichtigste, Freunde, wir hatten 14 exo -Hash. Das heißt, wir haben da äh, eine Verfuchzehnfachung der Hash-Rate. Und ich würde sagen, es ist erst seit, dies, seit 2017 so richtig viel Geld in diesen Kryptomarkt, auch in Hardware und dergleichen, äh, geflossen. Also deswegen das, das Kind wird erwachsen schön langsam. Und deswegen finde ich es nicht korrekt, immer dieses auf 2017 und 2013 zu beziehen. Das ist schon gut für diese Halving-Charts-Stock-to-Flow-Modell-Rechnerei, äh, aber ähm, ich würde sagen, 2020 beginnt ein wenig äh, von den Fundamentaldaten an eine, ein wenig, eine neue Zeit, Dekade für ein Bitcoin. Ich wollte das nur zur Gegenüberstellung haben. Das heißt, wir hatten hier 16,7 Millionen ein Stück äh, bei diesem All-Time-Hash-High. Und an diesen oldtime hash high hatten wir 18,7 Millionen Stück BTC abgeschürft. Wir hatten hier eine Netzwerkrechenleistung von 14,3936 ExoHash. Also eine knappe 15-Fachung auf diesen oldtime high äh, von heurigen Jahr im Mai. Also das ist beeindruckend. Und man darf hier nicht vergessen, hier hat es nur die Endminer S9 gegeben. Das war dort die stärkste Maschine. Ähm, trotz allen, ich habe es dann auch rüber hat es auf dieser Hash-Leistung umgerechnet, dann starke Millionen S9 Miner hätte es gegeben, wobei da mehr Miner waren, es hat ja noch die S5 und die S7 und die R4 Miner gegeben. Entschuldigung, es gibt natürlich außer diese Endminer von Bitmain natürlich auch von anderen Hersteller Miner, nur der Einfachkeit halber sprechen wir halt mit S9 mit 13,5 Terahash. Bei Akanein Avalon heißt er dann halt was ich das 841er, wie auch immer. Aber es ist einfach einfacher, wenn wir uns da auf einen Typ jetzt zusammen spezialisieren. Das heißt, im Jahr 2017 war mindestens über eine Million Stück Miner unterwegs. Das heißt, da ist schon viel Geld investiert geworden im Jahr 2017, weil da muss man dann eins mal die Kirche im Dorf lassen. Dort haben die Miner mehr gekostet, rund 1500 Dollar das Stück. Und das heißt, allein nur die Mining-Hardware dort hat dann um 1,6 Milliarden gekostet. Und mit der ganzen Stromanschlussgeschichte, muss man sagen, hat sich dann da von Kapital her äh, einiges getan. In der positiven Richtung. Okay, also 2017 war der Markt einfach nur künstlich überhitzt. So, und jetzt kommen wir zu den Hardfacts, wo sich dann viele sauer aufstoßen wird, weil jetzt reden wir von Energieverbrauch. Und Energieverbrauch heißt auch, da oben haben wir Investment, was das Ganze gekostet hat, diese Hardware zum Anschaffen. Ich nehme drei Jahre als Abschreibung, das heißt, die wird durch drei Jahre abgeschrieben, die Hardware. Ähm, man weiß, die meiner halten lange, äh, ziemlich lang, also die meiner halten locker diese drei Jahre. Und ich bin absolut überzeugt, dass ein durchschnittlicher meiner drei Jahre im Dauerbetrieb läuft. Und das muss eine Annahme von mir sein, damit man einfach weiter in der Kalkulation kommt. Gut, jetzt sind wir, Stromverbrauch, der 13.5., wo dieses alltime hash war. Haben wir einen Mittelwert von 16,3 Millionen Kilowatt? Das sind umgerechnet 16.359 Megawatt Momentanleistung. Das heißt, in einer Stunde wären das dann Megawattstunden gewesen. Wir sprechen hier immer von Engpassleistungen, von Momentanleistungen, weil das einfach, der, wenn ich sage, ein Ant S9 hat 1300 Watt, sprich 1,3 kW, kann man einfach mit diesen Zahlen jetzt besser hantieren. Das heißt, 16.359 Megawatt war da momentan Leistung. Als Vergleich, äh, der Stromverbrauch von Österreich im Jahr 2019, habe ich die Daten im Internet gefunden, hat äh, von den Terawattstunden zurückgerechnet. Das stimmt jetzt natürlich nicht mit der momentanen Leistung, weil ja Tages- und Nachtzeiten verschiedene Unterschiede sind. Trotzdem, ich habe es durch 24 dividiert, würde ich auf einer Engpassleistung von 8,2 Millionen äh, Megawatt kommen. Nein, Entschuldige, das sind noch nicht Megawatt, unten habe ich die Megawatt. Also 8200 Megawatt kommen durchschnittliche Leistung in Österreich in der Stunde im Jahr 2019. Also hat beim All time High heuer der Bitcoin quasi fast doppelt so viel Energie benötigt, als der gesamte Stromverbrauch in Österreich war im Jahr 2019. Wir müssen hier ein bisschen mit den Zahlen Gegenüberstellungen machen, damit einfach die Menschen ein Gefühl für die Größen bekommen. Und ich muss hier immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe das immer versucht, dann auf, auf Mega dann zum runterrechnen, weil aus Terra bis den Giga. Und ich habe es dann eh noch einmal dick hingeschrieben, einfach den, mein Gefühl bekommt. Jetzt habe ich äh, angenommen von diesen oldtime high das ist in meiner Ex-Liste die Kalkulationsgrundlage, ist der durchschnittliche Hash übers Jahr, wenn ich jetzt kurz den Chart einblende, übers Jahr ungefähr da zwischen 130 und 135 ExoHash unterwegs. Das heißt, ich muss die, die Spitzen oben runterlegen, da würde ich auf einen äh, durchschnittlichen Hash kommen und ich habe hier jetzt in meiner Liste einfach 45% abgezogen von diesen 197 ExoHash. Ähm, man könnte auch 40, aber das ist jetzt Idee Reiterei. Warum habe ich das gemacht? Damit ich jetzt auf einen Jahresverbrauch komme. Und dann würde ich, und das sind, glaube ich, sind die Zahlen nicht ganz so schlecht, im Jahr 2020 äh, fürs Bitcoin-Mining äh, anhand dieser rund 120 ExoHash, also im Prinzip hier 45% weniger von den alltime time high würde ich auf einen Jahresstromverbrauch von Bitcoin von 78 Terawattstunden kommen. 78,82. Das heißt, äh, der Bitcoin hat im Mining im Jahr 2020 mehr Strom verbraucht als ganz Österreich ins Jahr 2019. Nur der Bitcoin. noch von Ethereum und von Bitcoin Cash und den anderen. Eines muss man fairerweise sagen, Bitcoin Cash und die anderen Ableger haben bei weitem nicht diese Rechenleistung. Liebe Freunde, da geht schon ein bisschen was weiter. Also noch einmal zum Mithören. Im Jahr 2020 hat Bitcoin den gesamten, also nur die Bitcoins, was im Jahr 2020 geschürft wurden, den gesamten Energiebedarf von Österreich überschritten. Österreich hat im Jahr 2019 71,8 TeraHash Jahresverbrauch gehabt. Ich schätze 2020 durch Corona und so dergleichen wird es nicht wesentlich mehr sein. Die habe ich noch keine Charts gefunden. Aber zur Orientierung, Freunde, das ist nicht ohne. Und bei jedem Enthusiasmus zum Mining versteht man natürlich dann, dass viele Menschen das Decking als gut bewerten. Der Energieverbrauch ist obszön hoch, hat natürlich auch mit der Gier zu tun. Weil ich brauche nicht diese Exo-Hash-Leistung zum Schürfen. Weil, wenn ich, äh, gehen wir kurz auf was ist also mein chart wenn ich mir hier die Hash-Leistung anschaue im Jahr 2017, äh, da hat das auch alles funktioniert. Ne? Das ist einfach nur die Gier der Menschheit. Ne? Die Gier beim Bergbau dabei zu sein. Ne? Nur hat man eines, einen Indikator damit geschaffen. Und das vergessen viele Menschen. Es geht um die 51%-Attacke. Wenn ich weiß, bei diesem All-Time-High, diese Rechenleistung gibt es auf der Welt. Das heißt, das wäre ungefähr wie das Atombombenarsenal von Amerika. Ich weiß, es gibt knapp 200 ExoHash an Power. Die gibt es und dementsprechend, natürlich kann man sich die Pools dann auch anschauen, aber dementsprechend für die 51%-Attacke ist das Wettrüsten vorprogrammiert. Also, ich sage, das wird, der Wahnsinn wird weitergehen, weil es wird immer Menschen geben, die was finanzielle Mittel haben und die was immer noch eine mathematische Kalkulation finden, dass sie sagen, sie können damit Profite generieren. Gut, aber das sind schon Zahlen. Ich habe dann auch mir die Mühe gemacht, alle Atomkraftwerke von Deutschland. Zusammenzurechnen, also die Bundesrepublik Deutschland hat in Megawatt Engpass momentan Leistung 27.760 Megawatt AKW Power. Das heißt, würde man alle AKWs, wenn sie funktionieren würden, in Betrieb setzen, würden alle deutschen AKWs 27.760 Megawatt momentan bringen. Jetzt zur Zeit, Quelle ist global 2000 sind diese AKWs im Betrieb und die würden 11282 Megawatt äh, erzeugen können. Moment in der Stunde. Wir sprechen immer momentan Leistung. Das würde heißen, dass der Bitcoin der hat im Jahresschnitt 2020 8900 rund 9000, ja, Megawatt mit Ach und Krach würden den durchschnittlichen Hash, ja? das fix erbracht wurde gerade mal alle deutschen Atomkraftwerke noch der Schnuckeln mängen dass man ein Gefühl haben okay das heißt alle moves momentan noch im betrieb sind laut global 2000 akws hätten mit ach und krach den jahrestromverbrauch reproduzieren können dass der bitcoin im jahr 2020 hatte das ist eine nummer dann habe ich ein wenig äh, vergleiche bezogen zwischen deutschland äh, und österreich Warum? Weil ich von deutschen Stromnetz keine Ahnung habe. Ich musste mir einfach diese Zahlen äh, selber ausrechnen und auch zusammenzählen, damit man ein weniger ein Gefühl bekommt. Aber man sieht dann ungefähr, das Stromnetz der Deutschen ist ungefähr wie zur Einwohnerzahl äh, in etwa gleich aufgebaut. Ähm, wo ich jetzt diese Wasserkraftwerkszahl war furchtbar mühsam zu ermitteln, ich habe die von Wikipedia alle zusammen addiert und dann irgendwann einmal gerundet. Das, ob die jetzt alle in Betrieb sind, das weiß ich nicht. Aufpassen, ich habe nur die installierte Leistung zusammengerechnet. Da wird es wahrscheinlich sicher irgendeine tollere Homepage geben, aber ich habe das ein bisschen für mich als Orientierung benötigt, weil ich fühle mich in Österreich mit den Größen, habe ich ein, ein Gefühl. Und da sieht man halt dann auch, die was installiert sind, die was jetzt in Betrieb sind, und dann sind alle Windkraftanlagen. Wobei, wir haben halt das Problem bei den Windkraftanlagen du kannst sie in der Energiebilanz nicht kalkulieren. Sie können ja nicht 24 Stunden um die, rund um die Uhr liefern. Und dadurch, da ist ja die Krux der ganzen erneuerbaren Energie und deswegen ist das ja auch zu Recht eine Energiewende ins Nichts. Man muss Wasserkraft und man muss auch den fossilen Energieträgern und wahrscheinlich werden wir auch am um da. ich bin kein Fan von der Atomkraft, ich finde es verantwortungslos, wie wir mit der Atomenergie umgehen. Ich finde, jedes Atomkraftwerk ist im Prinzip eine Atombombe, nur sie ist stationär verbaut. Weil wenn es zu einer Kernschmelze kommt, weil ein technisches Gebrechen ist, habe ich nichts anderes, wenn die Wasserstoffbombe dort in Luft gehen lassen. Und wenn wir uns die Landkarte anschauen, wir sind über den europäischen Kontinent äh, zugepflastert mit diesen AKWs. Also ich, wir in Österreich, wir haben halt, wir sind diese ich möchte gern grünen Fuzis. Dafür haben wir im Umkreis von der Landesgrenze von 30 bis 60 Kilometer ein AKW nach dem anderen. Also, als die Strahlen nicht über die Grenze kommen würden. Also, das ist ein bisschen Schwachsinn. Äh, auch der Schwachsinn ist, zu was für Energiepreisen Atomstrom gehandelt wird. Es gibt da äh, zwischen 1-2 Cent wird äh, gemunkelt, wird der auf der Börse gehandelt. Äh, sorry, mit diesen Preisen wird ja nie jemand irgendwo eine Endlagerung für die nächsten 300.000 Jahre bezahlen können. Also, das ist alles Fubar-Schwachsinn. Hier wird einfach äh, für die nächsten 1000 Generationen ein. ein, ein ein Schuldenstock aufgebaut. Da haben Menschen, die was das in, genehmigt haben, die was das betrieben haben, nie Interesse gehabt, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das heißt aus den Augen, aus den Sinnen. Das heißt, hier hat man ein, ein Schuldengrab zukünftiger Generationen hinterlassen, das was unfassbar und untragbar ist. Und wieso muss ich jetzt so viel mit diesem ganzen Atomenergie-Thema drüber sprechen? Weil wir werden ja jetzt also schon langsam auch sehen, dass der Blackout dann schon nahe ist. Natürlich ist jetzt die ganze Mining-Industrie weltweit über den Globus zerstreut, trotzdem sie wächst und wenn das jetzt nur in Deutschland und in Österreich nur, keine Ahnung, 5% der Energiemassen ausmachen würde, es macht was aus und deswegen muss man dann schon einmal diesen Landesvergleich mit Österreich wagen, wo ich sage, bei jeder, bei allen Enthusiasmus ist es gut so, weil es wird ja was geleistet, das macht ja auch den Bitcoin wertvoll. Man kann das ja auch positiv interpretieren. Das soll jetzt nicht heißen, dass man vom Mining weggeht. Ich finde das Mining als wichtigstes in der Dezentralität. Aber diese Gier, wenn man sich diese Charts anschaut, gehen wir nochmal auf Block Explorer, ähm, wenn man da sagt Old Time, da ist er ja schön. Einfach diese Gier, da im 2017er Jahr hat das alles super funktioniert. Da haben wir 3,5 ExoHash gehabt. Wo waren wir da? Wobei, da zeigt das nicht schön an, aber ist ja ein Wahnsinn. Und ich glaube, dass die Hashrate sich in die nächsten vier Jahre noch einmal verdoppeln wird. Weil einfach diese neuen Maschinen äh, wie dieser S19 Pro mit 110 derer der kann dann Daumen mal BC mal so viel wie ein äh, S9 und dementsprechend wird diese Hashrate weiter explodieren gut ich habe da versucht euch das ein bisschen ähm, dass ihr ein Gefühl bekommt ich habe mir dann auch erlaubt anhand des Jahresverbrauchs von Deutschland äh, diesen Umsatz da mal mal B exklusiv Steuer zum ausrechnen also die deutsche energiewirtschaft hat ungefähr 147 Milliarden euro umsatz Natürlich, ihr daheim zahlt in der Steckdose viel, viel, viel mehr. Aber man muss ja sagen, man muss ja die Steuern und alles rausrechnen. Also ungefähr ein 150 Milliarden Markt ist der deutsche Energiesektor. Und da haben wir auch dann, ich habe da in Österreich jetzt mit 15 Cent gerechnet. Da muss man aber auch fairerweise sagen, da sind ja auch die Netzgebühren dabei. Aber die haben in der Regel die Produzenten und die Netzbetreiber sind ja oft aus dem gleichen Haus. Das heißt, dieser Energiesektor in Österreich ist irgendwo mit. 12,2 Milliarden zu beziffern. Und dann sieht man auch hier, was die Jungs dann Handelsspanne haben, wo sie sich auch ihr Stromnetz betreiben könnten und weiter ausbauen könnten, weil im Schnitt kann man sagen, wird der Mix Energie rund 3 Cent, 3,2 Cent an der Börse gehandelt. Das heißt, wir haben allein in Österreich ein Delta von 10 Milliarden, was sich die über die Netzgebühren und dergleichen reinholen. Und bei euch in Deutschland dürfte das, da habe ich jetzt unfairerweise, da ist jetzt da, da, da Atomstrom drin, wenn wir jetzt sagen, die kaufen wir auch auf der Börse ein mit 3,2 Cent. Dann hätten wir auch hier ungefähr das gleiche Verhältnis. Also, das ist das Delta, wo sich die Energiewirtschaft erlaben kann, mit denen sie da Geld verdienen. Also, das sind schon doch ganz beachtliche Summen. Wo jetzt das Geld hinfließt, das obliegt jetzt nicht meiner weiteren Geschichte. Ich habe hier jetzt für, das, für den Kilowatt Strom, damit wir einen Wert bestimmen können. Habe ich 4 Cent US-Dollar-Cent angenommen. Warum 4 US-Dollar-Cent? Ich sage, in China und in Russland und in Island sind die Strompreise teilweise auch unter 4 Dollar-Cent und noch billiger. Und deswegen habe ich als Mittelmaß diese 4 Dollar-Cent angenommen. Ich schätze, wenn man 6 nimmt, ist man auf der sicheren Seite. Ich wollte aber hier bei dieser Kalkulation eher das unterste Tief hervorheben, was ich sage, das ist der unterste Boden, was ein Bitcoin-Wert ist. Gut. Jetzt haben wir diese äh, Hardwarekosten, die was ich da von da oben übernommen habe, und die Stromkosten, die was hier drin stecken. Also, es ist im Jahr 2020 mit 4 Dollar sind 3,2 Milliarden nur an Stromkosten verbraten geworden. Und dann habe ich noch ausgerechnet die durchschnittlichen Bitcoins, die in vier Jahren geschürft worden sind. Da bin ich hier mit der Abschreibung der Hardware auf rund 20.000 Euro um das, das Preislabel für einen Bitcoin gekommen. Das darf man hier aber nicht vergessen: hier ist keine Infrastruktur kalkuliert an Klimaanlagen, Stromkosten für Klimaanlagen, Hallen für Miningbetreiber und und und. Das heißt, man würde wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt nur sage, ich hau hier in der Hardware, wenn ich nur sage, ich verdopple hier das auf 600.000, jetzt ist die trafostation Leistung, wird auch hier der, der, der Wert von Bitcoin steigen, weil dann ein höherer Hardware-Invest hier ist. Jetzt gehe ich noch einmal zurück. Ich habe hier eher den untersten Boden versucht zu finden, wo keiner mir irgendwas dagegen reden kann, dass der Bitcoin weniger wert ist. Das ist hier ein bisschen die Aufgabenstellung von diesen Videos. Dann habe ich jetzt da die tatsächlich geschürften Bitcoins im letzten Jahr mir angeschaut. Das waren 324.900 Bitcoins, die was im letzten Jahr geschürft wurden. Dann habe ich die, die, die Bitcoins mit den Stromkosten äh, dividiert und dasselbe mit der Abschreibung von dieser Mining-Hardware da oben. Da steckt aber auch das... Investment von den Stromanschluss dabei, also mit den rund 20 Milliarden Dollar, äh, da komme ich jetzt auf einen untersten Tief von rund 36.000 Dollar, was ein Bitcoin wert ist. Das heißt, um jetzt da im Jahr 2020, 2021 einen Bitcoin zu schürfen mit diesen Umgebungsbedingungen, das heißt, ich habe die Hardware um diesen Preis gekauft, ich habe diesen Stromanschluss bekommen, ich habe diese ganze Infrastruktur geschafft, um diese Preise zu imitieren, ähm, Kostet jetzt da bei 4 Dollar Cent Stromkosten ein Bitcoin 36.000 Dollar. Das kostet die Produktion von einem Bitcoin. Da kann man nichts wegretuschieren. Das sind Fakten. Das heißt, das kostet das Ding. Und da jetzt einer sagt, Bitcoin ist nichts wert oder nicht, das ist der Aufwand, der minimalistischste, unterste Aufwand, einen Bitcoin zu produzieren. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt da mit dieser Darstellung einfach ein wenig äh, auf die Reise geben, damit ihr mich versteht, dass der Mr. Mining lieber selber seine Excel listen aufbaut, wenn sie auch teilweise ein bisschen unübersichtlich sein mögen. Aber ich habe mir diese Zahlen selber ausgerechnet und ich verstehe die Zahlen und habe ein Gefühl. Und jetzt kommt's. Das nächste Hafing ist 2024. Das heißt, wir haben dann statt 324.000 wahrscheinlich im Durchschnitt dann 160.000 Stück. Das heißt, allein nur wenn die Hardwarekosten gleich bleiben würden, ja, die Stromkosten gleich bleiben würden, würde der Preis automatisch beim nächsten Halving der unterste Preis auf 73.000 US-Dollar sinken. Produktionskosten steigen. Das heißt steigen. Das heißt der unterste Preis 2024 beim Halving ist. 73.000 Dollar. Es gibt keine Möglichkeit, das billiger zu machen. Diese Hardwarepreise sind alle sehr, sehr optimistisch, also realistisch gerechnet. Das heißt, heute kosten die Maschinen wesentlich mehr, aber die großen Mining-Kollegen haben sich gut eingedeckt. Da sind keine äh, Personalkosten, Investmentkosten von äh, Immobilien und dergleichen darin, keine Kraftwerkskosten, dass sie überhaupt in der Lage sind, so billig den Strom zu produzieren. Und wenn ich jetzt nur sagen würde, der Weltstrompreis wird steigen und ich möchte die Kraftwerkskosten und alles ein bisschen im Strompreis verstecken und ich sage, weltweit ist dann irgendwann einmal mit 10 Dollar Cent durch Inflation und dergleichen zu rechnen, dass das KW-Strom den Minern kostet. Das KW-Strom ist jetzt immer überall teurer. Durch Netzgebühren durch Steuern untergleichen. Aber was Mining-Farmen-Zahlen, ich sage 10 Dollar Cent, sind wir im Jahr 2024, beim nächsten Hafing bei Minimum unterste Schiene 108.000 Dollar. Deswegen ist meine Prognose. Da habe ich nicht gesagt, dass sich diese Leistung hier verdoppelt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich sage, ich gebe bei der Zahl davon. Ja, Moment. Na, wo sind wir jetzt da? Irgendwas hapert gerade. Ich möchte da die Zahl verändern. Lasst sich nicht. Okay, warum? Auch immer. Problem ist, wenn ich jetzt da drauf drücke, bin ich im Vollbild. Ja, das ist das Problem, <laughs> weil die Tastenkürzel mit der Videosoftware zusammen sind. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ich sage, ich verdopple diese Zahl. Setze da jetzt ein Dreier drauf. Die Hash-Leistung steigt. Habt ihr das gesehen? Das heißt, das all high habe ich dort erhöht. Dann heißt, ich rechne nur mit rund 200 exo weil ich habe hier eine Reduktion mit 45%. Ich sage, die Hash-Leistung steigt weiter. Ich stehe da, sage, es gibt keine Reduktion mehr. Ich sage, da ist null würde beim nächsten Halving 2024 der Bitcoin unter diesen Rahmenbedingungen bei 314.000 Dollar sein. Das sind jetzt technische Parameter, die passieren werden. Außer das Ganze kollabiert, Bitcoin wird verboten, die Menschheit hasst ihn. Es gibt einen globalen Stromausfall, einen globalen Blackout, weil wie gesagt, Blackout sehe ich eher im europäischen Zentralland kommen. Die anderen sind wesentlich besser vorbereitet und wird jetzt auch nicht so hart treffen. Aber uns in Europa wird es hart treffen, weil wir einfach zu blöde waren, Vorsorgemaßnahmen zu, treiben, zu, zu betreiben. Ähm, das ist eine Nummer. Und wenn ich dann sage, acht Jahre später, das nächste Huffing, sagen wir dann einmal bei 80.000 Stück. Gut. Und jetzt sage ich dann auch, die Hashleistung würde steigen. Da haben wir aber da... Keine Veränderung gemacht, dass diese Investitionen höher werden. Okay, Wir reden jetzt eigentlich da primär nur mehr von elektrischen Energiebedarf, ne? Stromkosten pro BTC. Okay? Also da müssen wir da die, die Hardware-Investitionen, die steigt ja auch. Das ist, man, da, ich, sie ist schon multipliziert in der Liste, aber die Kosten der Mining-Maschinen, wollte ich damit sagen. Entschuldige, das ist alles in sich eine geschlossene Multiplikation. Das ist ja hier auch das Investment gestiegen, auch hier bei den Trafo-Leistungen. Aber wenn ich jetzt sage, die Hashleistung geht dann noch einmal, äh, jetzt habe ich dann 3er dazugegeben, jetzt gehen wir da noch auf 7, das wäre dann ungefähr eine Vierfachung, 200, eine Vervierfachung der Hashleistung, das heißt in 8 Jahren, ah nicht in 8 Jahren, 2000, äh, 2024, 2028 würde der Bitcoin bei 1,2 Millionen liegen und ihr seht es auch bei den Stromkosten und es ist ja dann auch wurscht, keine Ahnung, sagen wir, die machen das alles mit Atomstrom, weil die machen das wie jetzt da, die Energiewirtschaft und zahlen nur 2 Dollar Cent, was zwar nicht mehr ganz realistisch ist, weil das einfach ein Witz ist, Energie, um so wenig Geld zu handeln. Irgendwo da ist die Wahrheit. Irgendwo dazwischendrin ist die Wahrheit. Es wird in den nächsten 8 Sieben bis acht Jahren, sieben Jahren eigentlich, irgendwann das Momentanum entstehen, dass ein Bitcoin über eine halbe Million Euro Stromkosten verursachen wird. Gut, in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank. Ich hoffe, ich konnte dir etwas auf der Reise mitgeben, dass Bitcoin nichts, nichts wert ist. Da passiert was in dieser Branche. Und weiters geht es auch bei diesem Video. Uh, dass wir uns einmal ein bisschen begonnen haben für das Thema Blackout vorzubereiten wie das danach ausschaut mit Elektromobilität uh, dass das ein wenig utopisch ist, allein uh, wenn die Deutschen jetzt da uh, ihre AKWs vom Netz nehmen wollen, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Bitcoin-Mining zu tun uh, wenn ich hier sage, der durchschnittliche Stromverbrauch in der Stunde sind 62.200 Megawatt die, was ihr draußen in der Bundesrepublik Deutschland, Daumen mal mit Daumen mal braucht es, also die 24, ja, durch 24 dividiert die, die Terawattstunden. Ähm, ihr seht, die momentan betriebenen AKWs liefern nur, die sind dauerbetriebsgeeignet, 11.200. Selbst wenn ihr alle AKWs befeuert, ihr habt ein Problem. Und sorry Leute, die gibt es nicht. Die sind nicht 24 Stunden zur Verfügung. Und diese Utopie mit diesen ganzen Speichern, das ist alles utopisch. Man kann bei den fossilen wasserkraftwerken und... AKWs, da kann man von Dauerläufern sprechen. Es ist zwar schön, dass hier aufgebaut wird, das schön die Statistik, also laut der Statistik würden ja bald alle Windräder den Strom produzieren können von den Deutschen, aber das ist die Krux der Sache. Der Wind, der bläst nicht immer und die Sonne scheint leider nicht immer und das haben halt leider viele grüne Politiker in ihrem Gutmensch-Dasein und ich, ich bin keiner, der sich mit den Grünen verfeinden möchte, aber ähm, es sind so viele äh, akademisch hochgebildete Menschen, die was einfach diese primären, einfachen Dinge nicht verstehen, dass wenn hier ich gerade ein Video drehe, der Strom jetzt in diesem Moment produziert werden muss. Und das ist das, was ein bisschen verstörend ist und da gibt es nicht viel, viel Alternativen. Und jetzt ist das nur ein Beispiel, was... Kryptomining mining braucht und diese Google-Rechenzentren und die anderen Internetanbieter, das braucht auch Strom. Das ist jetzt nicht so, dass das nichts braucht. Hierzu könnte man mal eine tolle Kalkulation aufstellen. Aber jetzt machen wir nur noch schnell ein, ein, ein Rechenbeispiel noch, last but not least. Wenn ich sage, ein E-Auto hat eine Ladeleistung von 10 KW, das ist unterste die Schiene. Das heißt, der Tesla, wenn er komplett leer ist, bei 100 KW Akku braucht 10 Stunden. Jetzt sage ich, in Deutschland draußen fährt es. 1 Million Tesla. Das was natürlich nichts ist. 3, 1, 0. Ist schon klar, dass das jetzt mit 10 ist. Ich muss jetzt nur die Zelle schnell formatieren, äh, damit man diesen Punkt hat. Das ist das Problem bei diesen ähm, großen Zahlen. Das heißt, momentan Leistung 10 Millionen kW. Auf, das heißt, durch 1000 bin ich auf MW. Das heißt, 10.000 MW momentan Leistung. Eine Million E-Autos zugleich zur Ladesäule fahren und nur 10 kW beziehen, da redet noch keiner von Elektro-LKWs und dergleichen, haben einen Bezug momentan von 10.000 MW. Das heißt, es würden gerade alle AKWs das zu schaffen, diese eine Million Fahrzeuge zu laden. Und da sprechen wir noch nicht von irgendwelchen Riesen-LKWs, die was 1000 kWs haben mit der Tesla Semi, glaube ich, heißt da 1000 kW Speicher. Das heißt, wenn der in 10, 12 Stunden seinen Akku voll haben möchte, würde dieser LKW 100 kW momentan ziehen. Also eine Million Tesla-LKWs sind am Ladestecker, würden 100.000 MW brauchen. Das ist mehr als gerade der Durchschnitt in der Bundesrepublik Deutschland ist. Also, ich bin Elektrotechniker, ich bin ein großer Fan von Elektroautos. Aber die Story wird nicht gut gehen. Das ist das Gleiche, wie man auch Mining kritisieren kann. Und deswegen hat Blackout, Krypto und Mining sehr viel miteinander zu tun. Und deswegen schauen wir uns gemeinsam bei Mr. Mining die Sachen an, dass jeder sich ein Bild und Eindruck darüber schaffen kann. Also, ich mache jetzt das Ding noch fett. Ich schreibe da oben jetzt noch drüber. Eine Million E-LKW, 100.000 MW. Bei einer Million Elektro-LKWs. Ich weiß ja nicht, wie viele Elektro-LKWs ihr in Deutschland draußen habt. Aber, dass man nur ein Gefühl bekommt, dass da saumäßig viele Sachen unterwegs sind. Also, ich glaube, Autos werden sie sicher draußen bei, ich glaube ihr seid jetzt rund 90 Millionen Einwohner. 80, 90 Millionen, um den Dreh herum. Und Fahrzeuge wird es ja sicher gleich viel haben wie Einwohner. Also das zu behaupten, gehen wir jetzt da wieder weg von diesen Ladeleistungen von einem LKW. Machen wir da aus dem LKW einen PKW. Ähm, alle laden ja nicht zugleich, gehen wir davon aus, nur die Hälfte, aber wenn ich jetzt sage, ihr habt 50 Millionen Fahrzeuge, die was ihr ladet. Nicht 5 Millionen, 50 Millionen. Naja, da haben wir ein bisschen ein Zehnerpotenzproblem. Also, das wird sich nicht ganz ausgehen. Aber jetzt genug gelästert. Ihr seht einfach, ich versuche hier mit Zahlen den Menschen ein bisschen die Augen zu öffnen, dass da viele, viele Dinge noch zum Hinterfragen sind. Und das glaube ich, außer Corona und wahrscheinlich der größten Wirtschaftskrise seit 1927 die also auf uns zukommen wird. Und das ist egal, ob Corona daran schuld ist oder wer immer daran schuld ist oder der stock oder die, die Aktienmärkte daran schuld sind. Es ist halt dieser, diese Phase, dieser Zyklus, den ein Wirtschaftssystem braucht, alle 60 bis 80 Jahre, was man sagt. Und man sieht ja auch, die nächste Krise ist vorprogrammiert und das ist einfach die Energiekrise. Genug der Worte. In Zukunft, beziehungsweise das nächste Video, wird sich mit Bitcoin-Hybriden ähm, Auseinandersetzen. Das heißt, in Zukunft, das nächste Video, was kommen wird, geht es um Coins, die was dem Bitcoin-Prinzip ein wenig abgekupfert haben, diverse Verbesserungen haben, wo, wo der Mr. Mining meint, wenn die Menschen äh, rationell die Funktionalitäten und die Möglichkeiten dieser Coins in Betracht ziehen, dass sie dort eine sehr gute Chance hätten, äh, sich zu investieren, weil die, so wie der Bitcoin, auch einen innerlichen Wert haben und weil sie Proof-of-Work-Coins sind. In diesem Sinne habt eine schöne Woche und habt viel Spaß und ich sage danke für dein Zuschauen. Zuschauen, euer Mr. Mining. Tschüss, baba.